Welcome GameStar to the home offices of Blizzard Entertainment and Diablo. Vor 2 Jahren zeugte Diablo mit seiner Mischung aus Dungeon-Erkundung, Monsterplätten und Rollenspielelementen weltweit für Begeisterung in der PC-Spielergemeinde. GameStar war nun für sie vor Ort bei Blizzard, wo zurzeit 30 Programmierer, Grafiker und Soundkünstler am Nachfolger werkeln. Wir spielten eine weit fortgeschrittene Version von Diablo 2 und ließen uns von Designer Bill Roper die Verbesserungen am Spielsystem erläutern. Doch sehen Sie nun selbst. That are very different about the game. For instance, there's the component system with armor. So depending on kind of armor on, here's splint mail. Mm-hmm. You can see that the splint mail looks different than her, like her full mm-hmm. armor. But then even if I put a different cap on her, whether she has a cap or not, doesn't change the rest of her armor. Bevor wir selbst loslegen, führt uns Bill Roper höchstpersönlich erstmal die neuen Features von Diablo 2 vor. Am auffälligsten ist, dass Sie jetzt wirklich genau das an Ihrer Figur sehen, was Sie hier im Inventar auch zustecken. Auch die Anzahl der Gegenstände, die Sie tragen können, hat sich geändert. Mit einem großen Gürtel, den sehen Sie hier gerade, haben Sie gleich 4x4 freie Felder für Ringe oder Potions zur Verfügung. Sie können natürlich wieder Ihre Hotkeys definieren, auf den rechten oder linken Mausknopf verschiedene Aktionen legen. Jetzt hat Bill den Flame Arrow ausgewählt. Sie sehen jetzt hier, man kann endlich rennen. Das geht nicht nur pfeilschnell, sondern man sieht auch eine andere Animation. Und jetzt zeigt uns Bill noch das Lichtsystem bzw. das Tag-Nacht-System. Per Cheat lässt das jetzt in wenigen Sekunden Nacht werden, in verschiedenen Stufen, wie Sie hier sehen. Jetzt haben wir es Nacht und jetzt wird es wieder Morgen. That I'll go to as well to show that off a lot more. I'm also seeing the colored lighting as I fire off the. Wir spielen hier gerade mit einer Amazone und die ist besonders geübt im Umgang mit dem Bogen. Das hier ist der Standard-Feuerpfeil, der aber schon für die meisten Gegner ausreicht. Beachten Sie mal, wenn wir mit der Maus auf einen Gegner gehen, sehen Sie sofort oben in der Mitte im Bildschirm angegeben, was das für ein Kerl ist. Wenn Sie mehr Erfahrung sammeln, kriegen Sie dort auch detailliertere Infos. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie beim Treffen eines Monsters eine Art Aura und das zeigt, was für eine Art Schaden das Monster gerade bekommen hat. Jetzt lassen wir multiple Schüsse los, also gleich 3 auf einmal. Und das hilft natürlich vor allem gegen größere Gegneransammlungen. Jetzt kommt ein explodierender Pfeil. Auch hier gibt es wieder Schaden für benachbarte Gegner. Das ist sehr gut, wenn man allein in einem Dungeon kämpft und einen Gang verteidigen muss. Bill erzählt gerade, dass man innerhalb von Gebäuden auch gegen Wände schießen kann. Und jetzt haben wir gerade einen Levelübergang wieder hinter uns gebracht und es gab kein merkliches Nachladen oder irgendetwas. Sie werden sich also im Prinzip durch eine große Oberwelt bewegen und von der aus in die Städte bzw. in die Dungeons gehen. Dieser Emulation-Pfeil lässt eine Flammenwand zurück. Sehr effektiv natürlich, wiederum um Gänge abzusperren. Die Eispfeile, Sie ahnen es, lähmen Gegner, die dagegen nicht immun sind. Das heißt, sie bleiben stehen, man kann sich um den nächsten kümmern. Und wenn alle gelähmt sind, wie hier, kann man sie mit normalen Schüssen dann nach und nach besiegen. Die Steigerung der Eispfeile sind die Freezing Arrows. Die haben, das sehen Sie an dieser blauen Wolke,
einen gewissen Einzugsbereich. Damit kann man wiederum ganze Monsterhorden lähmen. It does cold damage to the monster that it hits, and then any monsters in a radius around that get caught in that, there's a chance that they get frozen. So we find a group of monsters and shit, how that works. So for instance. Hier sind wir in der großen Wüstenstadt der zweiten Region von Diablo 2. Eine Neuerung werden Sie gleich sehen, da sehen Sie ein paar Transparenzeffekte gerade, die sind wohl noch nicht so ganz final. Eine wesentliche Neuerung sind die viel größeren Gebäude, in die man auch reingehen kann. Das hat ja gefehlt in Diablo 1. Das Dach klappt weg und dann können wir noch, Sie sehen diese Treppe dort, können wir da noch runterlaufen? Moment, so. Ah, jetzt sind wir im unteren Stockwerk. Das ist ein Harem. Völlig neu ist das Skillsystem in drei Bereichen, nämlich Auras, Heilen und Untote sowie Kampf. Können Sie jetzt verschiedene Spezialfertigkeiten erwerben. Und zwar gibt es hier eine Art Baumstruktur. Das heißt, um einen bestimmten Skill zu erreichen, müssen Sie A, den dazu notwendigen Basisskill haben, B, im Level gestiegen sein und C, insgesamt genügend Erfahrung haben. Dann können Sie da einen Punkt drauf verteilen und beherrschen diesen Skill. Das zeigt uns Bill hier gerade. Jetzt gehen wir in die nächste Area, das ist Healing and Undead. Und auch hier wieder geben wir uns ein Level dazu. Man kann auch mehrere Punkte auf denselben Skill verteilen. Das macht er jetzt gerade und wird dann entsprechend besser darin. Okay, so das ist die Town Area. In Diablo 2 treffen Sie auf wesentlich mehr NPCs als im Vorgänger und mit allen können Sie sprechen. Der Splitscreen ist auch wieder dabei. Während rechts das neue Skillsystem eingeblendet ist, verhauen wir links ein mächtiges, übles, graues Monster. Die Pikaniere greifen mit einer wilden Sturmattacke an, der man am besten ausweichen sollte. Im Harem der Stadt der zweiten Region kämpft unsere Heldin gegen allerlei wüstes Getier. In der Wüstenstadt betreten wir ein Gebäude, das ist ein Händler, und Sie sehen, wie detailliert die Regale gestaltet sind. Wir können in den nächsten Raum gehen. In Diablo 1 konnte man ja Gebäude gar nicht betreten, das hat sich also komplett geändert. Der Handel an sich wurde verbessert. Denn wenn Sie jetzt mit einem Händler quatschen, dann sehen Sie genau, ähnlich wie Ihr eigenes Inventar, was er gerade im Angebot hat und ziehen sich das praktisch nach Bestätigung des Kaufs ins eigene Inventar rüber und schon haben Sie die neue Axt oder den neuen Morgenstern. Riesige Larven brechen plötzlich aus dem Boden und versuchen uns zu verschlucken. Da hilft, da wir unbewaffnet sind, nur die hastige Flucht. Achten Sie jetzt mal gleich auf diesen kleinen weißen Strich, den man sieht. Das ist eine Levelgrenze. Das heißt, es geht nahtlos weiter. Dass Sie den Level gewechselt haben, merken Sie unter anderem daran, dass jetzt ein neuer Gegnertyp auf Sie zukommt. Und auch hier laufen wir lieber weiter. Über diesen Abgang geht es hinunter in die Kanalisation. Die aufgebohrten Grafikeffekte kommen im Dunkel der Kanalisation voll zur Geltung.